In diesem Video erfährst du alles über Strom, elektrische Geräte und Fallen in 7 Days to Die. Im ersten Teil zeige ich kurz die Basics, also wie erzeugt man Strom, wie verkabelt man die Geräte und was ist dabei zu beachten. Im zweiten Teil stelle ich dann den Großteil der Geräte kurz vor und zeige dir anhand von Beispielen, wie man sie optimal nutzt. Wenn du die Basics schon kennst, dann nutze gern die Kapitelfunktion bei YouTube, um direkt zum nächsten Teil zu springen. Und jetzt viel Spaß! Um die vielen coolen elektrischen Geräte in 7 Days to Die mit Strom versorgen zu können, brauchst du zunächst mal eine Stromquelle. Dazu gibt es drei verschiedene Optionen. Den Generator, die Batteriebank und die Solarbank. Letztere ist eher fürs Late Game gedacht, ich sag dazu nachher noch einen Satz. Aber konzentrieren wir uns erstmal auf die ersten beiden. Batteriebank und Generator kannst du an der Werkbank bauen, wenn du entweder den Bauplan dafür gefunden hast oder unter den Intelligenzfertigkeiten den fortschrittlichen Ingenieur auf Stufe 3 für den Generator oder sogar Stufe 4 für die Batteriebank geskillt hast. Du kannst die Baupläne oder sogar fertige Batteriebänke und Generatoren auch manchmal von Händlern kaufen. Wenn du einen Generator gebaut und platziert hast, musst du ihn danach mit Motoren und Benzin füllen. Beides erhältst du zum Beispiel durch das Auseinandernehmen von Autos mit dem Schraubenschlüssel. Nimm dabei möglichst vollständige Autos auseinander, dort hast du eine größere Chance, Motoren zu erhalten. Du kannst bis zu 6 Motoren in den Generator einbauen. Je mehr Motoren du einbaust, desto leistungsfähiger wird dein Generator und desto mehr Geräte kannst du mit Strom versorgen. Bei der Batteriebank funktioniert das ähnlich wie beim Generator, nur anstelle von Motoren legst du hier bis zu 6 Autobatterien rein, die du genau wie Motoren auch aus Autos erhalten kannst oder gelegentlich im Loot findest oder auch von Händlern kaufen kannst. Bei den Batterien kannst du den Ladezustand an der Haltbarkeit erkennen. Die Leistung und die Gesamtkapazität einer Batterie wird durch das Level definiert. Eine Stufe 6 Batterie entlädt sich also wesentlich langsamer und hält viel länger durch als eine Stufe 1 Batterie. Du kannst Batterien übrigens auch wieder aufladen, indem du sie einfach in der Batteriebank liegen lässt und die Batteriebank dann selbst noch mit Strom versorgst. Das kannst du zum Beispiel mit einem Generator machen oder auch mit einer Solarbank. Wo wir gerade bei der Solarbank sind, wie gesagt, sie ist eher fürs Late Game gedacht, denn weder die Solarbank selbst noch die für den Betrieb notwendigen Solarzellen kannst du selber bauen, noch kannst du sie im Loot finden, du kannst sie nur von Händlern kaufen und das auch nur, wenn du den Skill besser verhandeln auf Stufe 4 levelst für Solarzellen oder sogar Stufe 5 für die Solarbank. Wenn du das machst, dann bring auch genug Kleingeld zum Händler mit, denn die Solarzellen in guter Qualität sind sehr, sehr teuer. Deine Stromquelle steht und einsatzbereit ist, kannst du nun deine Türen, Lichter, Fallen und andere Gerätschaften mit Strom versorgen. Dazu brauchst du zuerst das Drahtwerkzeug. Du kannst es im Loot finden, bei Händlern kaufen oder mit ein paar Stahlbarren und mechanischen Teilen an der Werkbank bauen. Jede einzelne Komponente in deinem Stromnetz folgt dem sogenannten Single-In-Multi-Out-Prinzip. Das heißt, es kann nur ein Kabel geben, was das Gerät selbst mit Strom versorgt. Das Gerät selbst funktioniert dann aber auch als Verteiler und kann mehrere Ausgänge haben, an die dann wieder weitere Geräte angeschlossen werden können. Kabel ziehst du immer von der Stromquelle in Richtung Verbraucher. Mit ausgerüstetem Drahtwerkzeug startest du die Verbindung mit der rechten Maustaste und gehst dann in Richtung Verbraucher, wo du das Kabel mit der rechten Maustaste abschließt. Willst du ein Kabel entfernen, klickst du mit der linken Maustaste auf den Verbraucher, dadurch wird das versorgende Kabel, also das Eingangskabel, entfernt. Mit dem ausgerüsteten Drahtwerkzeug kannst du übrigens auch die Stromlaufrichtung in den Kabeln sehen. So kann man auch bei komplizierten Verschaltungen mit sehr vielen Kabeln noch halbwegs den Überblick behalten, was wo reingeht und was wo rauskommt. Die maximale Kabellänge kann 10 Blöcke betragen. Das bezieht sich aber nicht auf die Entfernung zwischen den beiden Verbindungspunkten, sondern auf die Entfernung zwischen dir mit deinem Drahtwerkzeug und dem Gerät, wo du die Verbindung gestartet hast. Hier ein Beispiel. Ich versuche diese Klingenfalle mit Strom zu versorgen und das scheint erstmal nicht zu funktionieren, weil das Kabel hier schon rot ist. Gehe ich jetzt aber ein kleines Stück in Richtung Stromquelle, wird das Kabel auf einmal schwarz und da ich immer noch in der Reichweite der Klingenfalle bin, kann ich die Verbindung jetzt setzen. So kann man manchmal noch Stromverbindungen setzen, obwohl die Geräte grenzwertig weit voneinander entfernt sind. Um längere Strecken zu überbrücken, musst du Elektrokabelverschaltungen bauen. Diese kleinen Anschlusspunkte eignen sich hervorragend als Verlängerung und als Verteiler. Achte aber ein bisschen darauf, wo du sie setzt, denn sie haben nicht viele Hitpoints und wenn sie von einem Zombie geschlagen oder von einer Explosion erwischt werden, dann sind sie gerne mal verschwunden und damit sind auch die versorgten Geräte tot. Du kannst Kabel übrigens überall durchziehen, durch Wände oder sogar durch den Boden. Es gibt im Spiel eigentlich nichts, was ein Kabel blockieren würde.
Wenn du dich mal verzahnt hast, kannst du falsch platzierte Geräte übrigens auch wieder aufheben. Dazu muss die Komponente vollständig repariert sein und sich in Reichweite eines Gebietsschutzblocks befinden. Dann kannst du einfach mit dem Gerät interagieren und es aufheben. Die letzte Kleinigkeit, die du beim Aufbau deiner Stromnetze beachten musst, ist der Stromverbrauch. Jede Komponente im Stromnetz hat einen Verbrauch, der hier in Watt angegeben wird. Dazu zählen übrigens auch passive Geräte, wie zum Beispiel Schalter oder Verteiler. Du kannst dir den aktuellen Gesamtverbrauch und die Gesamtkapazität in deiner Stromquelle, zum Beispiel im Generator, anzeigen lassen. Wenn du hier mehr Leistung brauchst, musst du mehr Motoren oder Batterien oder Solarzellen einbauen. Wenn dein Strombedarf noch größer ist, als der Generator leisten kann, weil du zum Beispiel eine riesige Megabase mit Dutzenden von Fallen baust, dann kommst du nicht darum herum, dir das Ganze auszurechnen und auf mehrere Generatoren aufzuteilen. Abgesehen von Fallen kannst du auch Lichter, Türen, Klappen oder sogar ganze Brücken elektrisch steuern. Dazu gibt es neben der normalen Version von jedem Item auch noch die elektrische Variante, zum Beispiel hier die elektrische Bunkertür. Besonders praktisch ist das, wenn das Ganze nicht nur mit einem manuellen Schalter, sondern mit intelligenten Auslösern wie zum Beispiel dem Bewegungssensor kombiniert wird. Dazu schaltest du den Bewegungssensor wie einen Schalter direkt vor die Tür und stellst den Sichtbereich entsprechend ein. Stellst du dich nun vor die Tür, geht sie automatisch auf und wieder zu, sobald du die Tür passiert hast. Für die Freunde der schönen Bauwerke sind auch noch die Garagentore erwähnenswert. Die gibt es hier in der kleinen Doppeltür-Variante und auch in der großen Rolltor-Variante. Zuletzt hast du auch einen Lautsprecher zur Verfügung, der zum Beispiel als Alarmanlage genutzt werden kann, wenn er mit einem Bewegungssensor kombiniert wird. Es gibt in 7 Days eine Reihe von Schaltern und Auslösern. All diese Schalter werden in Reihe vor dem Verbraucher geschaltet und leiten Strom nur dann durch, wenn sie ausgelöst werden. Neben dem normalen Handschalter gibt es dafür Druckplatten, Stolperdrähte, Zeitschalter und Bewegungssensoren. Gerade letztere erfreuen sich hoher Beliebtheit im Late Game, weil man durch sie komplexe Automatisierungen errichten oder einfach einen Komfortgewinn für seine Base erreichen kann. Bewegungssensoren leiten immer dann Strom weiter, wenn mindestens eins der eingestellten Ziele im Sichtbereich der Kamera ist. So kannst du Türen automatisch öffnen, Brücken herunterfahren, sobald du dich ihnen näherst, eine Zombie-Alarmanlage bauen oder einfach bestimmte Geräte nur dann betreiben, wenn du dich in der Base befindest, zum Beispiel um Batteriestrom zu sparen. Der Zeitschalter funktioniert, wie der Name schon sagt, zeitbasiert. Du kannst die Uhrzeit hier frei einstellen, zum Beispiel um dein Haus nur nachts zu beleuchten. Die meisten Auslöser bieten noch zusätzliche Einstellungen. So kannst du zum Beispiel eine Auslöseverzögerung einstellen oder einen festen Wert einstellen, wie lange die Auslösung anhalten soll. Das kann zum Beispiel für Türen und Brücken ganz nützlich sein. Wenn jedes Gerät nur ein einziges Eingangskabel haben kann, dann fragst du dich jetzt vielleicht, wie man eine Tür- oder Zugbrücke mit zwei verschiedenen Auslösern von beiden Seiten steuern kann. Hier kommen wir zu einer Besonderheit der Schalter, die zwar logisch keinen Sinn ergibt, im Spiel aber trotzdem so funktioniert und dir damit viele zusätzliche Möglichkeiten eröffnet. Wenn du zwei oder mehr Schalter in Reihe hintereinander schaltest, stehen diese in einer Oder-Beziehung zueinander. Das heißt, es reicht aus, einen dieser Schalter auszulösen, um die Stromversorgung über die ganze Strecke herzustellen. Willst du also eine elektrische Tür von zwei Seiten steuern, ziehst du ein Kabel erst zum ersten Auslöser, dann zum zweiten Auslöser auf der anderen Seite und schließlich zur Tür selbst. Elektrozäune sind eine sehr günstige und effiziente Falle gegen Zombies und Zombie-Horden. Sie können zusammen mit dem Generator über den Elektriker-Skill freigeschaltet werden und kosten nur ein paar wenige Eisenbarren und elektrische Teile zum Bauen. Sie funktionieren, indem du ein normales Kabel zwischen zwei Elektrozaunpfosten spannst. Wenn Zombies durch dieses Kabel laufen, werden sie ein paar Sekunden in Position gehalten und dabei geschockt, wodurch sie auch noch etwas Schaden erhalten. Durch diesen Stun-Effekt eignen sich die Elektrozäune auch hervorragend für die Kombination mit anderen Fallen, da die Zombies so länger auf der gewünschten Position gehalten werden. Als Nachteil der Elektrozäune lässt sich hier nur die geringe Haltbarkeit der Pfosten nennen.
Mit jedem Mal, wenn der Elektrozaun Schaden austeilt, bekommt das letzte Glied in der Kette einen Hitpoint abgezogen. Und da die Elektrozaunpfosten nicht viele Hitpoints haben, halten sie meistens nicht allzu lange durch. Verlass dich also auf keinen Fall nur auf Elektrozäune und denk dran, dass du auch während einer Hortnacht durchaus so einen Elektrozaun reparieren kannst oder einfach mehrere Schichten von Zäunen bauen kannst. Die Dartfalle ist ein 1x1-Block, der aus seinen Löchern Eisendarts verschießt, die du in der Schmiede fertigen kannst. Sie kann genau wie der Elektrozaun durch den Elektriker-Skill freigeschaltet werden. Achte beim Platzieren auf die Pfeilrichtung, sie gibt die Schussrichtung an. Da sie keine Zielerkennung hat und sofort anfängt zu schießen, sobald sie mit Strom versorgt ist, solltest du unbedingt einen Auslöser davor schalten. Dafür eignen sich zum Beispiel Stolperdrähte, Druckplatten oder Bewegungssensoren. Bei der Klingenfalle handelt es sich um einen drehenden Propeller aus Messern, der Zombies im Umkreis von einem Block Schaden zufügt. Besonders effektiv sind sie an engen Durchgängen, die Zombies passieren müssen. Wenn du sie auf einem Podest platzierst oder von der Decke hängen lässt, hast du die Chance, den Kopf zu treffen und so noch mehr Schaden durch den Headshot-Bonus zu verursachen. Der Schrotflintengeschützturm und der Maschinenpistolengeschützturm sind zwei vollautomatische Türme, die im Gegensatz zur Dartfalle keinen Auslöser benötigen. Sie zielen und schießen innerhalb des Sichtbereichs der eingebauten Kamera automatisch auf ihre Ziele. Sobald der Turm mit Strom versorgt ist, kannst du sogar die Kamera noch drehen und schwenken, um den Sichtbereich präzise einzustellen. Du kannst über die Zielauswahl auch einstellen, auf wen oder was geschossen werden soll, was aber eher auf Mehrspieler-Servern interessant ist. Standardmäßig zählt er nur auf Zombies. Genau wie bei der Dartfalle musst du die Munition einlegen und sperren, bevor der Turm funktioniert. Der Schrotflintengeschützturm ist genau wie die Schrotflinte eher für nahe Ziele gedacht, wohingegen der Maschinenpistolengeschützturm auch entfernte Ziele noch relativ genau trifft. Um die Baupläne freizuschalten, musst du sie entweder im Loot finden oder den fortgeschrittenen Ingenieur auf Stufe 4 skillen bzw. für den Maschinenpistolengeschützturm sogar auf Stufe 5. Wie du siehst, gibt's nicht diesen einen Gegenstand, der alle Probleme löst oder die eine bestimmte Art, eine Falle zu bauen. Es ist vielmehr die Kombination aus den verschiedenen Geräten und Auslösern, die zu einer starken Falle gemacht werden kann. Man kann hier unfassbar kreative Designs umsetzen und das ist es, was auch für mich trotz hunderten von Spielstunden immer noch den Reiz und den Spaß an diesen elektrischen Fallen und Geräten ausmacht. Ich hoffe, das Video hat dir einen guten Überblick über die verschiedenen Stromquellen, Schalter und Geräte gegeben. War was Nützliches dabei? Hat was gefehlt? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn dich 7 Days to Die Content generell interessiert, lass auch gerne ein Kanal-Abo da. Damit bin ich mal raus und wünsche dir nun viel Spaß im Game und vor allem natürlich beim Fallenbau.